Hier standen Laura und ihr Vater blass und zäh. Was gibt es? Was gibt's? Das Schloss ist von Räubern überfallen worden. Wir sind zu schwach zu widerstehen. Und einige meiner Leute liegen schon tot niedergestreckt. Rinaldo flog an die Saaltür. Die Räuber drängten sich schon frohlockend die breite Marmortreppe herauf. Haltet an! Sagt, wer ihr seid und was ihr wollt. Wer hat uns hierzu gebeten? Ich. Geh von der Stelle, oder es kostet dein Leben. Haltet an, sage ich. Sonst wird euch mein Name zu Boden schmettern. Vorwärts! Kein Wort mehr. Noch einmal! Haltet an! Das gebietet euch Rinaldini! Wer nennt sich so? Ich. Bursche, entweih diesen Namen nicht. Ich diente unter Rinaldini, ich kenne ihn. Wenn du ihn kennst, dann trennt näher. Ludovico, bring Licht. Die Szene wurde hell. Rinaldo blieb in seiner Stellung. Der Baron und Laura erwarteten zitternd, was geschehen würde. Der Anführer der Bande ging mit unsicheren Schritten auf Rinaldo zu, blieb stehen, sah ihn fest an und legte seinen Säbel nieder.